So, erstmal herzlichen Glückwunsch, dass du Reality Queen geworden bist. Ja, vielen lieben Dank. Hast du damit gerechnet? Überhaupt nicht. Nein? Also, es war für mich wirklich eine riesengroße Freude, weil ich vorher auch noch nie etwas gewonnen habe. Und dann zu wissen, okay, du hast das ganze Ding durchgezogen, weil das ja auch eine Show war, Reality Queens, wo du wirklich auch Leistung erbringen musstest. Im Team, aber auch für dich alleine. Und das zu machen, das hat mich dann schon besonders stolz gemacht, dann natürlich auch den Titel mit nach Hause zu nehmen. Ja, das glaube ich dir. Was war bei diesem ganzen Format deine größte Herausforderung? Tatsächlich kam ich mit einer meiner Mitcamperinnen quasi nicht ganz so gut klar. Oh, wer? Sandra Sikora, um ehrlich zu sein. Also ich bin ja immer jemand, ich lasse den Leuten erstmal ihren Lauf und ich gucke und ich gebe ihnen auch Chancen und dann merke ich so, dann kommen dann Gespräche und die öden mich an, wenn es immer nur um Bumstypen geht und Co. Ja, und ich denke, oh. Und also viel Gelaber, nichts dahinter. Richtig. Und sie ist eigentlich ein sehr sympathischer Mensch, aber halt mit wenig Inhalt. Molea, würden wir in Aachen sagen. Okay. Wen hast du denn als deine größte Konkurrenz gesehen? Sie ja wahrscheinlich offensichtlich nicht. Sandra ist sportlich schon sehr, sehr gut. Ne? Okay. Das kann man nicht anders sagen. Aber dadurch, dass ich weiß, dass sie da auch so ein gewisses Spielchen gespielt hat, was ich auch am Ende festgestellt habe, nachdem ich mir das alles angeschaut habe, dachte ich mir, nee, da bin ich dir schon ein bisschen überlegen in allen anderen Sachen, auch wenn es nicht im Sportlichen ist. Aber die größte Konkurrentin war schon eine Vanessa. Mhm. Aber auch in einer gewissen Art und Weise. Und deswegen hat sie es ja auch zu Recht auf Platz 2 geschafft, eine Patricia Blanco. Okay. Also, wenn du, ich weiß jetzt gar nicht, ob das wirklich die Leute waren, aber du bist ja eigentlich grundsätzlich relativ ruhig geblieben bei dem Format. Mhm. Wo bist du denn so richtig an deine Grenzen gekommen, wo du dachtest, so gleich explodiere ich? Oh, es gab dann so, in der Nacht gab es so Situationen mit den Hängematten. Alle haben sie dann sich irgendwie aufgeregt, dass es irgendwie kalt von unten ist. Und dann waren wir da, glaube ich, in Friedberg und da schrien in der Nacht wirklich die Affen. Also man dachte wirklich, man wird überfallen und es war richtig laut. Mhm. Ja. Und dann schrien die Mädels mit und ich dachte mir so, meine Güte. Und ich war da schon zu dem Zeitpunkt echt krank, weil ich ja diese beiden Viren von der Tigermücke hatte, was ich da aber noch nicht wusste. Und dann ging es mir überhaupt nicht gut. Ich dachte mir, oh, ich möchte aber am nächsten Tag, auch wenn ich krank bin, weiter performen. Jetzt regt euch doch nicht auf, auch wenn die Mücken dann kamen. Ja, das war eigentlich nur immer so ein Rumgeschrei. Und das hat mich schon innerlich sehr zur Weißglut gebracht. Ich habe dann auch was gesagt. Es war leider nicht on cam, ne? Weil die Kamera nicht 24/7 da war. Mhm. Okay, also Schlafsituation würdest du auf jeden Fall. Mhm. Erzähl mir doch mal, was hast du mit deinem Preisgeld gemacht? Oder was hast du vor, damit zu machen? Aber wahrscheinlich hast du ja damit schon was gemacht. Ja, natürlich. Erzähl. Also dadurch, dass wir jetzt, Stefan und ich, gemeinsam ein kleines Nestchen uns bauen wollen. Stimmt, ihr wollt ja nach Hamburg. Ja, genau. Zurück. Und da habe ich gesagt, das möchte ich auf jeden Fall mit investieren. Das ist mir wichtig, dass wir endlich mal etwas Gemeinsames auch haben. Ja? Und das wird auch für mich dann zum allerersten Mal etwas sein, dass ich wirklich mit meinem Partner gemeinsam auch etwas einrichte. Also komplettes Neuland. Vor allen Dingen auch, dass es deins ist. Genau. Und richtig. Nicht, dass jemand bei dem anderen einzieht. Das macht ja irgendwie doch noch einen riesengroßen Unterschied. Total. Man ist irgendwie immer nur zu Gast. Aber habt ihr schon was gefunden in Hamburg? Das kann ich jetzt noch nicht genau sagen. Kannst du zumindest sagen, ob es Haus oder Wohnung wird? Also auch geheim. Es sollte schon ein Häuschen sein. Definitiv. Ein Häuschen sein. Mit Garten. Ja, mit Garten, wo Klöpselchen, mein kleines Hündchen, dann auch draußen rumrennen kann, was auch schön grün ist, wo du auch so eine Art Wohlfühloase als Rückzugsort hast. Und auch mit mehreren Zimmern, ne? Für gegebenenfalls Nachwuchs. Ich habe gehört, dass du einen Kinderwunsch hast. Ja, also ein Zimmer für den Kinderwunsch reicht ja völlig aus. Eins? Okay. Ja, ich möchte nur ein Kind. Ehrlich? Ein Einzelkind? Nein, ich bin selbst auch Einzelkind. Ich kam mit mir immer am besten klar. Also mir war nie langweilig. Aber hast du dir nie Geschwister gewünscht? Doch, es gab mal so einen Zeitpunkt. Da hatte meine Mama mich gefragt, Theresia, Mensch, da weiß ich nicht, da war ich, glaube ich, 6 oder 7 Jahre, wünschst du dir noch ein Geschwisterchen? Und das hat sie aber so formuliert in Pokémon-Sprache. Wünschst du dir denn noch so einen kleinen Pummeluff? Pummeluff auf jeden Fall. Ja, aber ich habe ganz laut gesagt, nein. Also vielleicht bist du der Grund, warum deine Eltern nicht nochmal losgelegt haben. Ich weiß es nicht, es kann gut möglich sein. Ich muss sagen, wenn ich jetzt so an meine frühe Kindheit zurückdenke, dann ist so richtig
prägnant in meinem Kopf, dass die Einzelkinder immer richtig geile Spielsachen hatten. Ja, aber klar, da war natürlich auch mehr Geld zur Verfügung, wenn nur ein Kind irgendwie da war. Und es war immer, wie als würdest du zu Toys R Us gehen. Kennst du noch, was war denn das? War das nicht diese Show mit Tabaluga war das, oder? Ja. Wo die am Ende zu Toys R Us gehen? Nein, das war nicht Tabaluga, das lief auf Super RTL und dann konnten die doch mit diesen Einkaufswagen da. Ich dachte, das war Tabaluga Club und dann mussten die am Ende durch dieses Eislabyrinth. Und dann war ging die Tür kann, auf. Das kann gut sein. Und dann waren die Toys R Us und dann durften die so viel, die wollten. Da wollte ich als Kind immer mit. Traum jedes Kindes. Ja, aber mein Kinderzimmer sah nicht so aus. Nee. Ich hatte eine von, die hatte alles. Alles, was es in der Werbung gab. Früher war ja, also Werbung auf so Kinderprogramm. Ich habe irgendwie eigentlich nur bei meiner Oma Fernsehen geguckt. Und da sahst du ja, du hattest ja richtig Bock, die Werbung zu sehen. Komplett. Diese Spielzeugwerbung war sowas von geil. Du bist ja richtig in so, keine Ahnung, in so Welten abge... Die hatten ja alles da. Alles komplett und auch diese Nerf-Pistolen, ne? Da war ich immer total scharf drauf. Ich habe nie eine bekommen. Jetzt habe ich mir tatsächlich, letztes Jahr, habe ich mir zwei Nerf-Pistolen gekauft. Ich hab aber diese Wasserdinge. Ach, mit Wasser. Aber das ist natürlich auch richtig gut, richtig gut. Ich habe mir eine Seifenblasenpistole gekauft. Alles klar, da sieht man... Ich habe meinem Ex-Freund, habe ich mal in Adventskalender so eine Nerf-Pistole reingetan. Das war eine ganz doofe Idee, sag ich dir ehrlich. Hat er dich damit abgeschossen? Wie viele blaue Flecken ich am Hintern hatte, das kannst du dir nicht vorstellen. Gemein. Ja, ich weiß auch nicht. Wenn ich so im Nachhinein drüber nachdenke, war das grundsätzlich, ach, meinem Bruder habe ich öfter mal Waffen geschenkt, so zum Geburtstag und zu Weihnachten, war keine gute Idee. Weiß auch nicht, was mich da geritten hat. War ja klar, vielleicht dass das auf wolltest mich... Du wolltest nur getroffen das. Werden davon. Mit so einer Zwille habe ich dir mal geschenkt. Ja, ich weiß auch nicht. Naja, du bist halt ins eigene Fleisch geschnitten, ne? Mhm. Gut, zurück zu dem, nicht wirklich zu dem Kinderthema, aber doch, ja, schon ein bisschen. Mhm. Du hast bei Reality Queens erzählt, dass du auf einem Campingplatz gezeugt wurdest. Oh Gott. Wenn du jetzt darüber nachdenkst, was wäre für dich der beste Ort, dein eigenes Kind zu zeugen? Wo du dann so denkst, das ist eine Story, die kann ich meinem Kind dann später mal erzählen. Also ich muss ganz ehrlich sagen. Ohne Grenzen. So oft wie, also jetzt verhüte ich ja aktuell noch, ja, aber wenn ich dann irgendwann sage, ich verhüte nicht mehr, dann könnte ich das ja gar nicht so richtig festlegen, weil so oft Stefan und ich Sex haben, da könnte ich gar nicht sagen, also das ist dann da passiert. Also keine Ahnung. Aber hättest du dir sowas wünschen, wo du sagst, ja, damals im Ferienlager... Das war schon was, du. Ich weiß nicht, ob ich das so... Urlaub? Ja, ich weiß nicht, ob ich das so romantisieren kann, dass Kinder kriegen. Ich weiß nicht. Ich bin... Also ich habe nicht unbedingt romantisiert. Das ist ja dann eher so eine Fun-Story. Ja. Also ich weiß nicht, wo ich gezeugt wurde. Aber ich habe meine Mama gefragt, die hat gesagt, weiß sie irgendwie nicht. Ja, aber Ich wüsste jetzt nicht, wo ich das jetzt wollen würde. Wenn es passiert, dann passiert es. Man ist ja froh, wenn es dann irgendwann klappt. Ne? Aber es hat noch Zeit, es hat noch Zeit. Okay, guck mal, du wirst ja jetzt 33. Du hast ja schon gesagt, du wirst... Nein, noch nicht. Ich bin 32. Ja. Ne? Also. Weil du willst ja Schnapszahl, Geburtstag feiern. Genau. Dann könntest du dir ja vorstellen, Kinder zu kriegen. Tatsächlich. Da steht alles nicht auf meinen Karten. Das ist einfach Interesse von mir. Ja, 35, 36 könnte ich mich schon bereit dafür fühlen. Ja, vielleicht so. Vor allem, wenn du sagst, du bist nur ein Kind. Ja. Top. Und es ist ja auch wichtig, dass der Vater da auch noch was davon hat. Ne? Mein Partner ist ja nun älter als ich und deswegen halt auch nur ein Kind. Also auch selbst so für mich irgendwie. Ich möchte halt gemeinsam die Zeit dann mit dem Kind wirklich intensiv nutzen. Okay. Da nicht noch eine Konzentration auf ein zweites oder ein drittes Kind, sondern... Dass ein Prinz Zeit, oder eine Prinzessin. Ja, ein bisschen eine Prinzessin. Oh. So eine kleine bunte, kunterbunte. Okay, ich bin jetzt hier total abgedriftet, aber es hätte mich einfach interessiert. Worüber wollen wir sprechen? Wollen wir über das Sommerhaus sprechen? Ja, gerne. Worüber können wir, oder worauf können wir uns denn freuen? Was darfst du uns schon sagen? Also das Sommerhaus, ich glaube, das war echt die krasseste menschliche Show, die ich jemals gedreht habe. Ich weiß positiv nicht, oder negativ? Für uns als Paar? Positiv? Ja, wenn ich das so sagen kann. Als Paar. Also, gestärkt. Ja, definitiv, total gestärkt. Und das war schön, weil ich das natürlich noch gar nicht wusste, wie ist das mit Stefan im Fernsehen da zusammenzuarbeiten. Aber so zwischenmenschlich, also nicht von allen, aber von einigen, eine absolute Katastrophe. Also wirklich menschlich gesehen. Ja, das Problem ist ja, was heißt das Problem? Das ist ja auch so gewollt. Es prallen ja unglaublich viele. Ja, Menschen, Arten und deren... Arten? Um das mal ein bisschen nett zu formulieren. Prallen aufeinander. Verschiedenste Spezialisten. Ja, auch so vom Niveau in jeglichen Hinsichten. Und... Pff, also da muss man wirklich echt...
Also da bin ich definitiv nicht so ruhig geblieben, wie bei Reality Queens. Bist du geflippt? Nein, also schon.